Mein Gott. Ich nun wieder. Oh mein Gott. Ich habe in der letzten Folge gesagt, dass ich mit euch Croissants backen werde. Damit ihr das einmal seht, wollte ich mich da für euch abquälen. Hab die Folge auch schon aufgenommen. Und irgendwie habe ich die wieder gelöscht. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Aber das so, ne? Typisch ich. Dann müssen wir das Ganze halt nochmal machen. Allerdings haben wir aktuell. Hallo? Ich nicht gerade. Ach so. Haben wir halt keine Croissants hier drin. Noch keine Baguettes. Ich hatte mir nicht auch Baguettes gemacht. Egal. Macht nichts. Wir nehmen auf jeden Fall die Donut-Aufgabe. Und die bringt halt gut Kohle. Dann nehmen wir noch die Muffin-Aufgabe. Und was machen wir noch? Machen wir die Brötchen, oder? Als nächstes. Genau. So. Ja. Alter, ich habe es schon wieder ein paar Tage nicht gespielt, ne? Und dann Stufe 3. Okay. Denk. So, was müssen wir... Am besten machen wir zuerst Rezept wechseln, genau. Die Donuts, weil die gehen ja schon fast von allein. Dazu brauchen wir Dinkelmehl. Ach, wir haben hier Vela. Nice. Ja, Vela hier. Cool. Hatten wir hier auch schon Vela? Hatten wir. Ich liebe es. Water. Warte mal, das musst du nicht rein. Nee. Und Milk. Ganz genau. So, dann brauchen wir Butter. Wie viel braucht man davon? Oh Gott, wie waren das hier wieder mit den Einstellen? Also, okay. 1, 2, 3, 4. 40, 95 brauchen wir, glaube ich, ne? Genau. Zucker 99. Zucker ist da hinten. Dann machen wir es ganz einfach. Dann nehmen wir nur einmal Zucker wieder raus. Und Hefe 297. Machen wir einmal 200. 50. 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Hätten wir nochmal 5er Schritt machen können. So, das Ganze einmal mixen. Da brauche ich ja auch nur noch den Knopf drücken. Oh, herrlich. Das ist Luxus. Luxus, sage ich euch. Ich kann aber schon mal die Donutmaschine hier ready machen. Dann brauchen wir 200 Grad. Genau. Und dann schnappen wir uns die Donutkiste. Nee, das ist sie nicht. Ja. Stellen die dann auch schon dahin. So. Und dann ist er auch schon fertig. Einmal Donuts rein. So. Und Knöpfchen drücken. Und alles geht von allein. Wir machen weiter. Mit dem nächsten Rezept. Und dann machen wir erstmal die Muffins. So. Und dazu brauchen wir Weizenmehl. Sehr schön. Ich höre schon, wie die Donuts da reinflutschen. Ey. Okay. Wir brauchen Milch. Eggs. Oh, das ist so geil. Wir müssen keine Eier mehr aufschlagen. Nice, oder? Öl. Und kein Wasser. Okay. Dann brauchen wir, wie viel Zucker? 198. Hefe auch. Und Rosinen, 500. Gehen wir da oben. Also eigentlich müssen wir 5 Gramm nochmal rausnehmen. Ja. Perfekt. Hinstellen, mixen lassen, alles vorbereiten. Wo ist mein Tisch? Und die Donuts gehen jetzt auch so super easy, right?
Hä? Einen Bug eingebaut, oder? Kann ich das hier nicht greifen? So, ja. Ich ein bisschen gaga bin. Ey. Schön. Brauchen wir hier auch noch Tablets. So, das ist fertig. Fleisch. Jetzt. Hört sich gut an, oder? Herrlich. Gut. Komm mal hier rauf. Ich glaube, wir sind schneller, wenn wir das Tablett in der Hand nehmen. Hey. Ey. So. Wieso liegt denn das Ding hier auf dem Boden? Hä? Oh, wir arbeiten auch gerne auf dem Boden, so ist ja nicht. Okay. So. Keine Ahnung, ob wir überhaupt was wir brauchen. Mal. So, Lutschi Flatschi. Ey. Dann bringen wir das so einfach schon mal zum Ofen hier. Die ersten Bleche. Wie viel müssen wir die endlich backen? Auf 180 Grad. Und das Ganze denn 30 Sekunden. Nee, doch 30 Sekunden. Weiter geht's. Wir sind noch nicht fertig. Eine brauchen wir mindestens noch. Nicht sogar zwei. Ich weiß nicht. Irgendwie nicht mitgezählt. Hallo. Ja. Sehr schön. Schüsseln schmeißen. Naja. Okay. Super. Dann können wir die Tür auch schon zumachen. Zack. Die backen. Und wir brauchen das nächste Rezept. Und das sind dann die Brötchen. Da brauchen wir Maismehl. Lohnt sich gar nicht hier. Ist noch wenig drin. Ey. So, wieso mache ich denn das Ding immer wieder? Ja. Ja, Öl. Milch brauchen wir nicht, Wasser brauchen wir noch. Okay, gut. Dann brauchen wir Hefe. Und zwar 30 Gramm. Nein, 34. Hä? Oh. Ich mich verzählt hier gerade. Oder verklickt. So, Zucker 17. Perfekt. Einmal hier rein. Einmal mixen. Und Brötchen müssen wir machen, genau. Das sind eckige. Stellen wir mal gleich um hier. Schmeißen wir schon mal hin. Brauchen wir gleich. Wir haben noch so viel Zeit. Herrlich. Aber die Zeit haben sie ganz sicher. Nur wegen den Croissants und Brezeln erhöht, weil so normal hat das ja locker gereicht. Oder wenn man dann nachher doch wieder selber ausliefern muss. Mehr sein, dass das nochmal abändern, ne?
Ja, genau. Ich habe nämlich heute gelesen, da ist ein Update in Anmarsch irgendwann demnächst. Da arbeiten sie auf jeden Fall schon dran, um das Auslieferungssystem nochmal zu verändern. Sag mal. Ey. Wird da noch Teig drin? Nee, das war's. Gut. Schieb schon mal rein. Ja. So, jetzt muss man die hier aber erstmal rausnehmen. Kommen die rein hier nicht? Achso, das können wir auch mit einem Schwung rausnehmen. Zack. Ich habe das immer einzeln gemacht, aber es geht ja auch mit einmal. Das Geräusch ist so laut. Alter. Hinwerfen. Wir haben doch keine Zeit. So, die Brötchen brauchen 200 Grad und 20 Sekunden. Zack. Dann schnappen wir uns noch unsere Donutbox. Die ist nämlich mittlerweile auch schon fertig. Stellen wir schon mal hin. Das auch. So. Haben wir uns langsam schon gut eingegroovt, würde ich mal sagen. Ja, wir gucken mal, was denn in dieser Folge noch kommt zum Backen. Ansonsten wird das erstmal die letzte sein hier. Denn warten wir oder machen wir halt einfach mal weiter, wenn es ein Update gibt. Das Spiel auf jeden Fall schon mal gesehen. Könnt halt selber entscheiden, ob es euch gefällt oder nicht. Jung, Lieferung bestellen bitte. So, ich muss erstmal alle anklicken. Wir machen mal sicherheitshalber immer ein Trinkgeld. Bericht ansehen, zugestellt, alles schicki, Bad Points. Das Einzige, wo ich mal am Überlegen bin, das würde ich für mich selber so ein bisschen ausfummeln vorher, dass ich noch mal eine Folge mache, wo ich die Zutaten austeste. Dass ich euch halt sagen kann, welche, das habe ich mich die ganze Zeit, vergesse ich das immer, von diesem Zutatenregal hier, welche Gewürze wir wo reinpacken können, damit man nochmal einen extra Bonus bekommt. Das wäre, glaube ich, auch nochmal sehr interessant. So, aber jetzt gucken wir nochmal kurz, was würde uns denn hier dieser Ofen kosten? 7.000, aber da hätten wir kein Geld mehr, ne? Alles du. Wir bestellen erstmal alles nach. So viel war das gar nicht. Und ja, da machen wir noch eine Runde. Eine geht noch. Moment, warte mal. So, jetzt. Fortfahren. Brownies hätten wir hier unten nochmal. Ich würde sagen, wir gehen so ein bisschen mal nach Kohle. Da nehmen wir auf jeden Fall die Donuts nochmal mit rein. Dann machen wir halt die Brownies und Bagel. Oh, ich habe noch nie Bagel gemacht. Das wird interessant. Das habe ich wirklich noch nie gemacht. Aber ich fange mit den Donuts. Nein, mit den Donuts anfangen. Ich glaube, das muss ich ihm erstmal durchlesen. Wir haben ja genug Zeit. Halten wir die hier mal vor Feuer. Okay. Interessant. So. Wir brauchen Eier. Water. Milk. Diese eine Zutat rausgenommen? Nee. Wir schon mal Sauerteigstarter? Auf jeden Fall brauchen wir eine Menge Butter. Ja, dann nehmen wir einfach mal 10 Gramm raus. Und
100 Zucker, einen nehmen wir wieder raus. Hefe, genau das gleiche. So, und Rosinen machen wir 500. Und nehmen 5 raus. Es geht immer schneller, als wenn wir es nass machen. So. Okay. Wir bereiten die Donutmaschine wieder vor. Sind Überraschungsdonuts, ja. Die waren, bevor die Bugs behoben haben, wirklich Überraschungsdonuts. Bei mir waren dann immer, bei mir stand dann immer, da ist der Teig gar nicht drin, obwohl ich den erst gemixt habe. Konnte den Teig nicht erkennen. Da war die Aufgabe futsch. Musste ich halt mal den ganzen Tag überspringen. War ein bisschen doof. So. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir als nächstes erstmal die Brownies. Die hatten wir eigentlich auch schon. So, einmal hinstellen. Und dann brauchen wir Weizenmehl. Genau. Kakao kriegen wir hier nicht, ne? Nee. Gut. Ja, und dann gucken wir mal, wie man die Bagels macht. Wie gesagt, hab ich noch nicht gehabt. Aber mehr bräuchte ich hier gar nicht, ne? Die Eier sind schon drin. Milch. Oh, der meckert wegen Weizenmehl. Hä? Warum hat er mir so viel Weizenmehl da reingemacht? Das war doch eigentlich richtig. Okay, das müssen wir nochmal ausbessern jetzt. Sehr crazy. Gut. Also, ihr Süßen. Wir müssen eine ganze Menge rausnehmen. Also, das. Das. Weil 1500 sind. Einmal noch. 50 nochmal dazu. Jetzt. Halt so ein kleiner Trick, ne? Wenn ihr es erst zu spät merkt, einfach nochmal die Zutat rein, dann könnt ihr die wieder rausnehmen. Ich meine, im Real Life sehr unwahrscheinlich, dass man das macht, aber ja. So, 1 Kilo Butter, 300 Kakao. Und Schokolade. 1500. Wow. 1, 2, 3. Und Zucker 1 Kilo. Oh, oh, oh. Was sind Kalorien? Aber so richtig. So, und ich glaube, die Dinger musste man ja hier in diese Brotbackform packen. Wie kriegen wir daraus 10 Stück? Die werden bei 180 Grad 60 Sekunden gebacken. Na gut. Okay. Passen ja immer nur 3 rauf. Reicht schon, ne? Den brauche ich glaube gar nicht mehr. Der hätte jetzt weggeschmissen, ne? Ja. Okay. Nochmal ein Blatt. 180 Grad, 60 Sekunden. Mal einstellen. Gut. Jetzt brauchen wir noch. Und dann haben wir noch. Ja, den Industrieofen. Den braucht man dann, wenn man, weiß ich nicht, ganz, ganz viele Brötchen backen muss oder so. Da lohnt sich der schon eher, weil ihr halt da. Also, naja, ich zeige euch, dass es dann so weit ist. Dann machen wir jetzt die Bagels.
Aber da muss ich jetzt tatsächlich G mal lesen. Da muss ich direkt ran, oder? Sind das die? Nee, die sind das nicht. Immer schön das Falsche drücken. Hallo, ich will hier raus. So, hier. Sammle die richtige Menge aller benötigten Blabla. Alle gesammelten Zutaten in die Schüssel, Blabla. Mixen, ist klar. Nach dem Kneten des Teiges ist es an der Zeit, ihn in die perfekte Form zu gießen. Benutze dazu das Formbrett und forme deinen Teig zu oder benutze eine der Maschinen, falls vorhanden. Aha. Aha. Kann man nicht abbrechen? Nee, abbrechen wollen wir nicht. Wartet mal. Dauerzeit. Hier, schaut mal. Wir haben mal diese Bagel-Ding, ne? Genau, das, die Maschine hier brauchen wir dafür aber nicht. Mal weg hier. Brauchen wir nicht. Hm, na gut. Wir machen jetzt einfach mal die Zutaten. Okay. Dazu brauchen wir 780 Gramm Weizenmehl. Ich den Schneider vielleicht vorhin irgendwie aus Versehen doppelt oder dreifach betätigt? I don't know. Ja, ja. Dann brauchen wir... Oder? War schon? So, Salz. 6-mal. Also 26-mal meine ich. Huch. Der Zucker halten jetzt drin. Hä? Ach so. Okay. Schon wieder ein zu viel. Ja, ich komme immer irgendwie auf das Mausrad. Dann verändere ich das nochmal. Ja. Ich meine halt das Formbrett hier, ne? Hier ist das Teigbrett. Ach, warte mal, ist es hier das ganz normale Ding? Echt? Ach, das wäre cool. Ich glaube, hä? Aber wozu haben wir denn... Huch, jetzt bin ich verwirrt. Wozu haben wir denn das hier? Ach, auch rund. Wir testen es einfach mal aus. Hier wäre doch die Brötchen nur rund. Wie heißen diese Gerät? Gutes Tablett. Maschine zum Runden und Teilen. Nee, das ist es nicht. Ich mach mal einmal rauf. Das kann es nicht sein. So. Nee, nee. Das ist es auch nicht, dachte ich mir schon. Ja, jetzt kriegt mal. Das ist ja alles runter, wenn man nichts sieht. Ja, der meckert auch schon. Ach, ist das nervig. Kriege ich denn das jetzt hier wieder runter? So. Ah, ich will nur den Bagel. Oder den zukünftigen Bagel. So, jetzt aber. Schaut mal, wieso meckert denn der? Hä? Ja, also dieses Hin- und Her-Wirtschaften fand der Teig dann auch schon mal nicht so toll. Okay, egal. Egal. Ach du. Das liegt doch aber da drunter. Ich hab mich veröppelt hier gerade, ne? So. Wir nehmen natürlich diese Maschine.
Weil wir damit schneller sind, als wenn wir das jetzt hier auf den Tisch machen würden. Kann ich das nicht hinstellen? Also, so ganz backfrei ist es ja auch noch nicht. Tatsache, wir müssen die scheiß Bagels kneten. Oh nein! No. Ach du Scheiße. Ich habe mich gerade noch gefreut, Leute. What the fuck, dass wir so viel Zeit haben. So, und jetzt müsst ihr euch das vorstellen. Ihr habt manchmal Croissant-Aufträge. Und die müsst ihr auch alle einzeln bearbeiten. Wenn ihr 60 Croissants habt, müsst ihr 60 Mal dieses, entschuldigt meine Worte, verfickte Spiel machen. Und genauso ist es auch mit den Brezeln. Da müsste sich was anderes einfallen lassen. Also ich habe das dann halt gar nie gebacken, ne? Okay, gut, dann brauche ich ja die Croissants nicht mehr machen und die Brezel, weil das Spiel ist so ähnlich. Brezel dauert noch länger. Und wie langsam es geht. Oh ja. Und schieb mal rüber. Ja, fuck. Ey, macht uns Maschinen. Schwinnig. Ey, krass. Sie ist voll gaga. Ich will nicht. Hilfe. Mal den Auftrag abbrechen. Die Folge ist doch eigentlich schon vorbei. Ja. Eigentlich sollte das ja die letzte Folge werden. Das ist auch die letzte, glaubt mir. Ja, wie gesagt, das Einzige, was ich eventuell, wenn ich Lust und Zeit habe, noch machen werde, ist halt, dass wir herausfinden, wo wir diese extra Zutaten mit reinbringen können. Da würde ich ein Video für machen. Ansonsten, spätestens, wenn es ein Update gibt, ein interessantes Update, dann gibt es natürlich auch da ein oder zwei Folgen, je nachdem, wo das Update ist, damit wir alles gesehen haben. Ja, aber ansonsten hasse ich mich gerade dafür, dass ich diesen Auftrag angenommen habe. Crazy. Guckt euch das. Jetzt mal ganz ehrlich, ich will eure Meinung hören. Es ist doch scheiße, oder? Macht euch das Spaß? Bin ich so ungeduldig? Hättet ihr Ideen, wie man es anders machen kann? Meine, ja klar, im Real Life knetet man ja auch. Aber ich muss nicht halt dumm ein paar Minuten lang immer dieselben Bewegungen mit meiner Maus machen. Ja, nie. Es kann ja sein, dass es jemandem gefällt. Meins ist es nicht. Spiel hat Potenzial, aber wie gesagt, so manche Dinge gefallen mir halt nicht. Puh. Geht gar nicht. Ja, für euch habe ich das jetzt hier einfach mal fertig gemacht, ne? Der Cheyenne. Wir passen dann darauf. Okay, das Ende. Ente im Gelände. Hier müssen wir mal ein Blech rausnehmen. Ja, naja, ich kann mal dreimal klicken, das war, glaube ich, schneller. Schneller mit Chanella! Wo war ich denn gerade? Huch, voll verwirrt wieder. Okay, jetzt soll ich das Brot noch rausnehmen. Komm, Fläche einfach auf den Boden werfen. Folge machen wir jetzt hier noch fertig. So. Und wie gesagt, lasst mir das einfach mal in den Kommentaren wissen. Euch das Ganze gefällt. Und übrigens, ich habe auch einen Discord-Server. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr da natürlich auch mal joinen.
könnt auch gerne mal von euren Fortschritten posten, was ihr so Schönes erschaffen habt. 200 Grad, 25 Sekunden. Yeah. Schlecht. Okay, dann tun wir mal derweil hier unsere Donutbox holen. Hier Donuts, ey. Donuts feiere ich mit der Maschine. Es macht Spaß. Einfach nur Teig fertig machen. Box hinstellen, fertig. Ich finde diese Bedienung der Maschine halt schon echt ganz cool. Muss ich sagen. Deswegen dürfen gern noch mehr Maschinen kommen. Wir sind doch hier im fortgeschrittenen Jahrhundert. Da darf man alles mit Maschinen machen. Achso, das waren die Kosten dafür. Ich immer warte, ne? Als wenn da noch was kommt. Aber ja, seht ihr, wir haben nur 90% bekommen. Wir haben halt ein bisschen Verlust gehabt, weil wir die erste Mal in die falsche Maschine gesteckt haben. Hat ja auch keinen Sinn gemacht. Es waren halt einfach nur runde Brötchen, ne? Egal. Hä? Eine Rollmaschine? What? Hä? Wie eine Rollmaschine. Oh. Ich hab mich veröppelt. Stand doch gerade was mit Rollmaschine. Egal. Ihr Lieben, macht's gut. Ich bin verwirrt. Wir sehen uns, wir hören uns. Lasst ein Like, ein Abo da und ja.